So, willkommen zurück zu Isaac Rebirth. Beim letzten Mal haben wir ja die Challenge Beans abgeschlossen. Und heute werden wir uns der vorletzten Challenge widmen, nämlich der Challenge Family Man. Und wie immer werden wir hier versuchen, oder wir müssen es versuchen, einen Teufelsdeal zu bekommen. Denn die gute Challenge ist ziemlich tricky, wenn man kein Brimstone Baby bekommt. Oder kein. Ja, Brimstone Baby trifft es eigentlich schon ganz gut. Denn das Brimstone Baby, das ist schon eigentlich ein Muss in der Challenge hier. Das Gute ist, dass man den Mund nicht zugeklebt hat. Das heißt, auch hier erneut heißt es wieder, können wir den guten Brimstone einsammeln. Nicht nur das Brimstone Baby, sondern auch den guten Brimstone. Und ihr merkt ja schon, unsere Begleiter sind richtig, richtig strong. Denn die wurden gebufft mit dem BFF. Wir können nochmal reinschauen. Ja, wir haben Deadski, BFF, Rotten Baby, Bruder Bobby und was ist das andere? Sister Maggie, glaube ich, ist das andere. Und das ist schon ganz ordentlich. So, was haben wir hier? Bombs Aki. Okay. Dann haben wir noch Deadski. Mit dem können wir alle Kisten, alle Türen aufmachen, für die wir normalerweise so einen Schlüssel bräuchten. Und sogar Secret-Räume, wie in dem Fall hier. So, was haben wir denn hier? Davon brauchen wir gar nichts. Aber beim Secret-Raum schauen wir mal rein. Ja, brauchen wir auch nicht. Man kann übrigens mit dem Deadski keine Teufelsdeals aufmachen. Das geht nicht. Das heißt, die müssen wir schön noch selber aufmachen. So. Aber das denke ich mal auch gar nicht so schlimm. Bin gerade am Überlegen. Das ist bestimmt Wurf. Gucken wir mal da rein in die Kiste. Ja. Eine Bombe und eine Münze. Das heißt, wir haben nichts verloren. Im Gegenteil, wir haben sogar noch eine Münze dazu bekommen. So, hier brauchen wir nicht lang. Hier können wir mal lang. Machen wir hier die Fackeln aus. Man muss immer gucken, dass man die so richtig positioniert. Der gute Larry. Der gute Larry. Am besten ist, wenn wir jetzt auch noch ein Ghost Baby finden würden. Einfach so viele Begleiter wie möglich. Die wir dann logischerweise im Teufelsstil bekommen. Jawohl, Little Steven, das ist auch ein Begleiter. Perfekt. Ein weiterer Begleiter. So, das heißt, wir haben jetzt schon vier Begleiter. Drei davon schießen, einer spuckt Fliegen. Ist schon mal ein guter Anfang. Für die erste Ebene. Was noch geil wäre, wäre zum Beispiel auch der Ball of Bandages oder der Cube of Meat. Wenn wir davon zwei bekommen, haben wir ja auch nochmal einen Begleiter, der auch nochmal schießt. Also, das kann man wirklich übelst weit ausreizen hier, diese Challenge. Wow. Zwei blaue Herzen. Das ist mal ordentlich. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, was die Teufelsdeals angeht. Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass hier der gute Secret-Raum ist. So, die zwei Bomben nehmen wir uns locker mit. Gar kein Problem. So, und dann schauen wir mal, was haben wir hier oben? Ah, wir können ja sowieso nach zwei Räumen eh wieder hier aufmachen alles. So, wir können direkt zum Boss gehen. Wow, der Penny. Nice. Der gute Dingle, Dangle, Dongle. Der gute Dingle. Dingle, Dangle, Bobongle. Ups. Ups. Schon zweimal getroffen worden. Das ist natürlich nicht so Premium. Gut, wir machen aber immerhin sehr viel Schaden. Experimental Treatment. Das ist gar nicht mal schlecht. Unsere Stats werden geschuffelt. Ich bin gerade einmal überlegen. Machen wir das? Machen wir das oder machen wir das nicht? Ich glaube, wir nehmen das mit. Das auch. Und das auch. Ja, das ist perfekt. Gut. Also, wir haben jetzt Guppies Cat. Wow, wir haben einfach schon tausende Begleiter. Der Kopf von Guppy fliegt hinter uns her. Wir können hier nochmal schauen im Shop, ob wir da vielleicht was aufmachen können.
Ja, diese Challenge-Up- und Damage-Upgrade. Ihr fragt euch bestimmt, warum hat der Typ jetzt ein Damage-Upgrade mitgenommen? Ist das nicht totaler Schwachsinn? Denn wir können ja gar nicht schießen. Das ist richtig, aber unsere Fliege, unsere blaue Fliege, die von dem Rotten Baby gespawnt wird, die skaliert mit unserem Schaden. Und zwar mit dem Doppelten von unserem Schaden. Das heißt, wenn wir unseren Schaden erhöhen, erhöhen wir gleichzeitig auch den Schaden von dieser Fliege. Und das ist ziemlich worth. Ist also echt Premium. Den können wir gleich mal vielleicht füttern. Ich gucke mir diesmal noch alles an. Ich bin am Überlegen, ob wir vielleicht das. Ja, das ist schwierig. Ob wir das machen sollen. Ich weiß es nicht. Noch eine Münze. Wir können es ja mal riskieren. Wir können es eigentlich mal riskieren. Oh, das hat sich natürlich gelohnt. Wow. Zwei Guppy-Items haben wir jetzt schon. Das ist natürlich echt stark. Dann brauchen wir den Deadski auch nicht mitnehmen. Ich meine, klar, der ist zwar cool, weil wir damit Secret-Räume aufmachen, keine Frage. Aber ich glaube, ich brauche euch nicht zu sagen, wie geil denn bitte Guppys Head ist. Weil wir damit ja immer wieder Fliegen spawnen. Ne? Nach jedem Raum können wir Fliegen spawnen. Und das ist schon echt Premium. Weil die Fliegen, dadurch, dass wir ja nicht selber angreifen können, ist es unser einziges Tool, mit dem wir so ein bisschen Schaden machen können. Zusätzlich noch neben den Begleitern. Vor allem, weil die so auto-aimen, ne, auf die Gegner. Das ist das Geile. So, wir gucken mal. Vielleicht ist er ja nicht mal zu gierig heute. Ja, das ist schön. Nochmal ein Herz dazu bekommen. Super. Besser geht's gar nicht. Wir sollten grundsätzlich so hinauskommen, dass wir nach der Wump nur noch ein Herz haben. Denn wir müssen ja in die Kathedrale, habe ich ja schon erwähnt. Und da ist es nicht schlecht, wenn wir das Polaroid haben und dann nur noch ein Herz. Oder gar kein Herz am besten. Ein halbes Herz braucht man nämlich, glaube ich, dafür sogar. Und das ist gar nicht mal bad, weil wir dann immer den Polaroid-Effekt bekommen. Ne? Das ist ultra worth. So, wo gehen wir denn lang? Hier oben. Zwei große Räume in einer Ebene. Das ist ganz schön tricky. Wow, das ging schnell. Lemon Party. Bei so einem Effekt von der Pille hätte ich das auch eher gewusst. Gerne gewusst. Jo, da schauen wir mal rein. Okay, das, ja. Jo. Das ist doch mal ordentlich, Leute. Oh, das freut mich so sehr, weil die Challenge, die haben wir schon so oft gemacht, ne? Und die war bis jetzt immer ein Reinfall. Jetzt strengen wir uns mal an. Hier wurden wir zwar getroffen, aber das ist auch nicht der Rede wert. Jetzt, das ist echt gut. So, wir werden erstmal das hier noch mitnehmen. Aber wir nehmen trotzdem Guppys Paw mit. Denn Guppys Paw ermöglicht es uns, haha, wir können ja fliegen, ermöglicht es uns, habe ich ja schon gesagt, nachher die roten Herzen wegzudroppen. Das heißt, wir haben echt eine gute Ausgangsposition, was diese Challenge angeht. Ich weiß, Guppy ist immer ein bisschen öde, aber für so eine Challenge, Leute, da gibt es kein besseres Item als Guppy. Wenn wir da jetzt noch irgendwas Tolles finden. Ah, ich freue mich wirklich sehr darüber. Denn ich habe in letzter Zeit echt immer ein bisschen Pech gehabt. Ich spiele auch ab und zu mal Kacke, da kommt auch noch dazu. Und da ist sowas wie Guppy jetzt echt ziemlich, ziemlich cool. Das freut mich wirklich mega. Lemon Party, zweimal Lemon Party. Oh, Two of Hearts können wir mal benutzen. Zweimal Lemon Party. Oh. Stimmt, ich habe gerade eine Bombe gelegt, warum auch immer. Naja. So, schauen wir mal hier rein. Wow, das gute Humbling Bundle. Soll wahrscheinlich eine Anspielung ans Humble Bundle sein. Ist eine Seite, die immer so ein Bundle anbietet. Für wenig Preis. Ihr könnt den Preis selbst bestimmen. Könnt ihr euch da Spiele kaufen und das ist wirklich ziemlich nice. Du kannst aussuchen, wie viel Geld an den Entwickler gehen, an den Macher vom Humble Bundle gehen soll. Health down. So, warte mal, wir machen mal sowas und dann so. Ah, oh, gut, oder? Das habe ich mir nämlich gemerkt. Die Health down Pille wird nämlich ab einem Herz zu einer Health up Pille. Das haben wir quasi jetzt richtig gut ausgenutzt. So, The Fallen. Yo. Wow. Selbst The Fallen ist ja gar kein Problem. Aber so easy ist es trotzdem noch nicht. So, was haben wir denn hier? Book of Belial. Brauchen wir nicht. Ist zwar ganz schön und gut, aber brauchen wir nicht. Ich würde sagen, wir gucken uns trotzdem mal alles andere an. Wir gucken uns trotzdem mal alles andere an.
Denn ich hätte gerne doch noch die ein oder anderen Räume. Da kann ja was Tolles drin sein. Wie zum Beispiel hier, ne? So, hier brauchen wir zwei Bomben. Sieht so lustig aus, wie viele tausende Begleiter wir einfach haben. Das ist echt episch. Ich bin gerade am Überlegen, wo denn der Secret-Raum sein könnte. Der könnte hier oben sein. Denn den würde ich gerne mir anschauen. Warte mal, haben wir gar keinen Shop? Ach doch, den Shop hatten wir ja, ne? Da war ja nichts Tolles drin. Wie war das denn nochmal? Man kann sich doch hier ins Bett legen, aber nur wenn man, glaube ich, kein. Nur wenn man Leben hat oder so, ne? War das nicht so? Wenn man Leben verloren hat. Egal, wir sprengen mal hier. Hier ist ab und zu mal so ein Market. Oh, hier ist anscheinend nur eine Ebene. Ein Ebenen nach unten gehen. Gut, aber es klappt eigentlich alles bis jetzt ganz gut. Mein Gott. Müssen wir an deinem Hals. Das Ziel sollte jetzt sein, vielleicht noch den einen oder anderen Begleiter oder ein Schadensupgrade zu bekommen, weil wir haben ja Fliegen, ne? Die Fliegen werden immer stärker, je stärker wir werden. Das heißt, ein Schadensupgrade wäre gar nicht mal bad. Wir gucken mal hier rein. Na, schade, ich dachte, da wäre vielleicht jetzt der Teufelsbettler drin. Dann hätten wir den auch nochmal gefüttert. Zum Beispiel gibt es ja noch das Ghost Baby, es gibt das Rainbow Baby, das Devil Baby. Es gibt etliche Babys noch. Ich würde gerne mal wirklich ganz viele Babys haben. Okay, das klang irgendwie komisch. Ich meine natürlich in Isaac. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir zum Beispiel den PhD. Den nehmen wir mal mit. Denn PhD besagt, dass all unsere Pillen positive Effekte haben ab sofort. Oder neutrale Effekte, sagen wir es mal so. Und das ist doch gar nicht mal schlecht. So, ich muss auch die Tastatur ein bisschen zu mir ziehen. So. Gut, wir gehen also jetzt nochmal direkt zum Boss. Ja, da kann uns nichts. Ah, lass mich los. Ich glaube, so viel Glück hatten wir aber echt schon lange nicht mehr. Oh, der wollte uns noch abknallen, der kleine Boy. So, hier müsste der Boss kommen. Gleich zumindest. Ist aber trotzdem gar nicht so. Also es ist schon einfach im Sinne von. What? Wir kommen hier leicht durch, weil wir ultra den Schaden machen mit unseren Begleitern. Oder mit unseren Fliegen, eher gesagt. Aber es ist trotzdem noch so, dass wir ein bisschen aufpassen müssen. Wir müssen jetzt echt noch ein bisschen aufpassen. Also so super easy ist es jetzt noch nicht. Range up. Jo, brauchen wir auf jeden Fall. Die Fliegen machen dann mehr Range. Naja, das ist natürlich totaler Quatsch. Bringt uns gar nichts. Aber naja. Gut, dann gehen wir weiter. Wir könnten hier noch eine Bombe benutzen, aber will ich gar nicht. Hier muss man am Anfang aufpassen. Denn wenn man da zu nah rangeht, dann wird man doch des Öfteren getroffen. The Hollow. The Hollow ist echt simpel. Da braucht man, glaube ich, nicht viel erklären. Das ist einfach nur ein Fest. Ein Fest! Und die Mom's Coin Purse gibt uns ein paar Pillen. Bombsaki. Bombsaki. Das können wir mitnehmen. Weil wir haben ja das Lockpicking-Item. Range Up und Bolts. Explosive Diarrhea. Okay. Das ist. Warte mal, das ist doch Judas Shadow, ne? Judas Shadow. Ist das nicht Judas Shadow? Ja, genau so war das. When you die with this item, you respawn in the previous room as Black Judas with two Black Hearts. Ja, das ist ziemlicher Müll, das Item. Das bringt uns aktuell gar nichts. Man kann es lustig kombinieren, aber ja, wir aktuell nicht. So, wir können uns hier noch den Secret Raum angucken. Oder ist der vielleicht hier? Oder ist der vielleicht gar nicht hier? Okay, der ist vielleicht gar nicht hier. Gut, egal. Wir gehen weiter. Also ich muss sagen, ich hätte gerne noch einen Begleiter. Es ist zwar ganz gut, was wir jetzt bis jetzt haben, aber ich bin immer noch gespannt darauf, ob wir das vielleicht noch toppen können. Aber Guppy zu haben ist schon echt ein Fest. Denn diese Challenge ist, wie gesagt, auch echt nicht so easy.
Nice. Ah, die Energiezelle, die können wir vor uns hinschieben. Ich bin gerade am überlegen, macht Sinn? Macht Sinn, ne? Oh ja. Das macht total Sinn. Das ist ja relativ simpel. So, also, wir haben die Mask of Infamy bekommen. Haben wir die überhaupt an? Nee, nicht wirklich. Aber die reduziert den Schaden, den wir von vorne bekommen. Und zwar in dem Sinne, dass sie Projektile blockt. Und das sogar sehr häufig. Chariot. Chariot, Chariot. Ja. Die Münzen werden wir uns noch aufheben. Da habt ihr gesehen. Das war kurz einmal der Fall. Das ist immer, wenn wir so leuchten. Ich will es jetzt nicht heraufbeschwören, aber ja, ist immer, wenn wir so leuchten. Wow, der war relativ schnell tot. Der war wirklich relativ schnell tot. So, gucken wir mal hier oben. Wow, das war echt easy. Ne, rote Herzen brauchen wir nicht. Wir wollen auf jeden Fall in den Shop. Der Shop ist echt wichtig. Denn wir haben aktuell sowieso 20 Münzen. Und vielleicht kriegen wir da ja noch das ein oder andere tolle Item. Ich weiß gar nicht, gibt es im Shop einen Begleiter? Nee, ne? Im Shop glaube ich nicht. Aber das heißt ja nichts. Das heißt ja nichts, das heißt ja nichts. So, das ist Double Trouble. Double Trouble hatten wir auch schon länger nicht mehr. Vor allem nicht in der Challenge. Das ist auch immer ein bisschen tricky. Tricky po piggy. Okay, her damit. Yep. Was haben wir hier? Ja, das ist gar nicht mal schlecht. Das hier nehmen wir mit. Und das blaue Herz. Die Karte zeigt uns an, wo die ganzen Secret-Räume sind. Da werden wir jetzt auch hinmarschieren. Denn auch wenn wir schon ziemlich strong sind, Münzen können wir immer gebrauchen. Und gerade in den Secret-Räumen können wir dann vielleicht hier auch den Bettler füttern. Mit den Münzen vom Secret-Raum. Ja, der Greed droppt richtig viele Münzen. Und hier auch nochmal richtig viele Münzen. Jawollek. Jawollek, jawollek. Was haben wir hier? Ja. Gut, man muss da bedenken, wir haben jetzt kein Herz dafür bezahlt, weil wir über den Secret-Raum ja da reingekommen sind in den Raum. Und das ist natürlich echt ein Vorteil, ne? Ich nehme, glaube ich, lieber Chariot mit als das andere Item. Jawohl. Das wollte ich sehen. Hier gucken wir nochmal rein. Könnte übrigens ein bisschen länger dauern, der Run. Aber ich will jetzt hier echt auf Nummer sicher gehen und nichts verpassen, nichts auslassen hier, was eventuell wichtig sein könnte. Denn das war nämlich oft der Fall, dass ich ein bisschen zu hastig agiert habe und ja, durchgerannt bin durch alle Räume. Das soll mir nicht nochmal passieren. Dementsprechend werden wir jetzt, auch wenn wir schon einen guten Start haben, alles ein bisschen ruhiger angehen lassen. Guck mal, hier solche Sachen zum Beispiel Health Up. Dann machen wir... noch nicht. Puberty, Explosive Diarrhea, Hämatemesis. Health Up. Brauchen wir die Karte Chariot überhaupt? Brauchen wir nicht. Die Karte Chariot brauchen wir nicht. Wir können die Health Up Pille lieber mitnehmen, denn die kann uns echt nützlich sein. Oh Gott. Jo. Vor allem, wenn man so oft getroffen wird wie ich. Ich glaube, das war's mit dem Teufelsstil. Nee, doch nicht. Sehr gut. Tears up und... Da hat meine Stimme gerade kurz versagt. So, zwei blaue Herzen. Okay, das war jetzt nicht gerade so die krasse Ausbeute des Jahrtausends. Aber wir wollen nicht meckern. Wir gehen in die nächste Ebene. Chariot war da noch und Hämatemesis, ne? Genau. Nee, brauchen wir nicht. Health up sind quasi drei blaue Herzen, die wir mit uns mitschleppen. Also von daher super worth. Jo, das will ich.
Luck up. Synthol. Ne, Speedball. Sehr gut. Den werden wir auch ein bisschen was reinstopfen, dem kleinen Mann. Ich hoffe, dass er jetzt mal ein bisschen was anderes droppt. Kann man dem eigentlich noch Münzen bezahlen? Ja, Schlüssel kann man dem noch bezahlen. Die schwarze Bohne. Toot on touch. Das bedeutet folgendermaßen, wenn wir getroffen werden, furzen wir. Und das tut weh. Die Fürze tun weh. Vor allem die schwarze Fürze. Und da hat man wieder gesehen, da war wieder unser gutes Infamy. Wow, Guppy macht das hier wirklich um einiges leichter. Ich glaube, wenn wir Guppy nicht hätten, dann wäre das hier wirklich richtig tricky. Ich sag mal so, wir haben auch sehr viel Schaden schon so. Vor allem, weil wir auch noch Little Steve bekommen haben. Da hat man es gesehen. Das ist auch dieses Item, was wir bei der Beans Challenge von Anfang an haben. Macht also ein bisschen Schaden, aber nicht auch nicht zu viel. Da unten ist der Boss. Wow. Ich muss sagen, dieses Rotten Baby, ne, das ist wirklich ein Begleiter, den ich echt cool finde. Dass der automatisch immer so eine blaue Fliege spawnt, das ist ultra genial. Finde ich echt eine coole Idee für einen Begleiter. Generell, was die Entwickler hier in dem Teil gemacht haben. Oh, das ist Missing No, glaube ich, oder so, ne? Das können wir mitnehmen. Das ist, glaube ich, ein Leertaste-Item, oder? Ach, ne. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. At the start of each floor, this item rerolls all your current items, giving you new items to override each of one of you had. Ach, du Scheiße. Ach, du heilige Scheiße. Ja. Das ist nicht gerade cool. Wir sind immer noch Guppy, das ist das Gute. Ja. Ja, ich habe keine Ahnung, ob das gut war oder nicht. Das werden wir dann gleich sehen. Aber wir sind immer noch Guppy. Wow. Okay, wir sind ultra langsam. Warum auch immer. Das ist zum Beispiel ein richtig gutes Item, dieser Daddy Long Legs. Holy shit, ey. Das ist ganz schön bitter. Ich weiß nicht, ob das gut war. Ich glaube es fast nicht. Ah, aber das Item brauchten wir, glaube ich, sowieso noch. Für die, Wow, wir haben ultra viele rote Herzen. Das merke ich ja jetzt erst. What the heck? Ja, wir können auch noch die Dinger hier aufmachen. Ach du großer Gott. Ach du großer Gott. Ich bin ja mal gespannt. Okay. Ich spreng hier noch das Teil weg. The Rock. Jawohl. Das Dumme ist, wir können uns halt trotzdem nicht wehren. Wir haben... What? Was haben wir denn für Bomben? Store Credit. Yes. Brauchen wir nicht. Was haben wir denn für Bomben? What the fuck? Die Bomben von uns sind ja ultra heftig. Ja. Okay, wir gehen mal zum Boss. Das ist schon Mutter. Na dann. What the fuck? Was sind das für Bomben? What the heck? What the fuck? Okay, wir haben ultra die krassen Bomben. Ich weiß nicht... Leute, der Run wird übel strange werden. Ich weiß es jetzt schon. Ja, das können wir mitnehmen. Es hört sich erstmal komisch an, weil wir schon Guppy sind, aber wir kriegen damit häufiger Kisten. Und wir haben ja das Lockpicking-Item. Das heißt, wir können sowieso das aufmachen. So, jetzt bin ich gespannt. Was wird jetzt passieren, Leute? Was wird passieren? Wir kriegen ja neue Items. Ja. Okay. Ja. Also mein Leertaste-Item wird nicht rerollt. Das ist schon mal gut.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also. Ach so, das ist so eine Bombenfliege oder was? Ja, wir haben auf jeden Fall nicht so viel Schaden gerade in dieser Ebene. Aber naja, das heißt ja noch nichts. Wir werden auf jeden Fall jedes leerteste Item, jedes passive Item mitnehmen. Wow, drei Bosse, really? Okay. Warum nicht, ne? Warum nicht? Aber wir sind immerhin diesmal nicht so langsam. Oh Gott, ey, ich ahne richtig Schlimmes. Ich ahne richtig Schlimmes. Warte mal, wir sind doch trotzdem Guppy, oder? Also, wir haben doch trotzdem Fliegen, oder nicht? Oder sind wir nicht Guppy? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich bin echt gerade ein bisschen verwirrt. Was steht denn da noch bei? A reference to the infamous missing no glitch from Pokémon. Your current items giving you a new item to override each of the one you had. Boah, okay, wir haben eigentlich schon. Alter Schwede, wir haben so viele Items, ne? Ja. Okay, also wir haben immer noch Guppy. Das habe ich gerade gemerkt, weil wir immer noch Fliegen machen. Alter. Es ist gar nicht so einfach, wenn dieses scheiß Vieh sich nicht bewegt. Oh Gott, ey. Das ist so bitter, Leute. So, nice. Aber immerhin behalten wir unser leerteste Item und unsere. Und unser Lockpicket-Item. Das ist schon mal echt gut. So, wir gehen zum Boss. Der Conquest. Yo. Ein Boss, der nicht so schwierig ist. Aber wir machen ganz schön guten Damage. Wir schaffen das schon, Leute. Ich vertraue auf mich. Ich vertraue da auf mich. Okay. Komm schon. Jawohl. Wir bekommen das Pony. Das brauchen wir nicht. Und dann geht's mal, würde ich sagen, ab in die nächste Ebene. Wow, ich weiß nicht, ob wir das schaffen, aber wenn wir das schaffen, das wäre der epischste Run, Leute. So, wie sehen wir jetzt aus? Okay, wir haben 99 Bomben, ein Messer. Wow, okay, wir kriegen, glaube ich, jetzt langsam nur noch Crap-Items. Ich bin mir nicht sicher. Holy Poop, okay. Okay. Wir haben also auf jeden Fall noch ordentlich. Wir verlieren gerade Leben. Ziemlich viele Leben, weil ich dumm gerade in die reinlaufe. Okay. Nice. Wir haben immer noch die Möglichkeit, ja. What? Okay. Unser Item neu zu würfeln. Nicht neu zu würfeln. Unsere Herzen wegzurollen. Das ist das Gute. Das heißt, wir können immer noch rote Herzen in blaue verwandeln. Schlitz. So, wir müssen jetzt hier ein bisschen schlitzen.
Ich muss sagen, so ist die Challenge auf jeden Fall um einiges vielseitiger. Nicht, dass ich das unbedingt will, aber ja. Ist okay. Ne, ich hätte mir das Item ja auch vorher mal angucken können. Aber das Gute ist, wir haben ein weiteres Item für unsere Kollektion freigeschaltet. Ne? Das heißt, wir brauchen jetzt nicht mehr allzu viele. Wow, wir machen gerade echt wenig Damage. Und das ist doch auch mal gut. Das ist doch auch gar nicht mal so bad. Nice. So, das Problem wird jetzt sein, wir müssen auch Mutter so besiegen, ne? Fällt mir gerade mal ein. Okay, wir bekommen anscheinend auch den Infamy-Effekt, sehe ich gerade. Oh, ich habe keine Ahnung, was wir alles für Effekte haben, Leute. Keine Ahnung, wirklich nicht. Nice, 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 nice. Ich werde 100 Mal getroffen von jeder Grütze. Tummy's Head. Lohnt sich das? Ich glaube nicht. Nein, lohnt sich nicht. Problem ist, wir können den nur im Melee kaputt machen. Ah, das ist so bitter. Das ist wirklich so bitter. Blitz. Nice. Was haben wir hier? Bob's Rotten Head. Brauchen wir nicht. Wir brauchen nur den Soul Converter, denn das Gute ist, wir kriegen auch, ist mir vorhin schon aufgefallen, immer wieder rote Herzen dazu. Das ist ziemlich lustig. Okay. Gut, dann heißt es jetzt ab zum Mutti! Schlitz! 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 Schlitz, 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 Schlitz. Einmal rundrum schlitzen. Nice. Nice, nice, nice. So, wir gehen in die Kathedrale. Habe ich ja gesagt. So, jetzt gucken wir mal. Neue Items, neue Herzen. Ja, 3 neue Herzen. Und wir haben... Was haben wir denn? Oh, der Control Friend. Das ist perfekt. Was haben wir noch? Warum schweben wir so... Ah, okay, unser Kopf ist nicht richtig dran. Okay. Das ist gar nicht mal bad. Das werden wir schaffen, Leute. Wow, das fühlt sich übelst komisch an, wenn der Kopf irgendwie... Der Kopf ist jetzt nicht die Hitrate? Okay, das fühlt sich echt komisch an. Aber gut, wir machen das schon, Leute. Können wir überhaupt getroffen werden? Oder ich verstehe gerade nicht so wirklich, was wir können, aber wir können auf jeden Fall irgendwas ganz Tolles. Ja, wir machen auch ultra den Schaden, wenn wir die Gegner berühren durch uns oder. Ja. Komisch. Naja. So, wir haben einen Begleiter, der auch. Warte mal. Das ist echt komisch. Das ist echt so komisch, dass man. Boah, dieser Begleiter ist ja ultra heftig. Was ist denn das bitte für eine komische Fliege? Die ist ja unnormal OP. Was macht denn hier so ein Tons of Damage? Das würde mich mal interessieren. Irgendwas macht hier Tons of Damages. Ganz komisch. Naja, gut. Isaac, du kleiner Freund, du. Oh nein, er trifft mich. Bitte nicht. Ich glaube, das bin ich. Die Challenge wurde gemeistert. Epic Fetus has appeared in the basement. Und ich habe die Challenge Glasskinnen freigeschaltet. Sehr gut. Das heißt, wir haben ein weiteres Item, was wir jetzt ab sofort finden können. Und wir haben die letzte Challenge freigeschaltet. Nämlich die Challenge Nummer 11. Die werden wir vielleicht beim nächsten Mal machen. Ich weiß noch nicht. Ich denke mal schon. Ich habe mich nämlich sehr gefreut auf die Challenge. Und dann würde ich sagen, was dafür heute. Schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein.